Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Herobrine Tutorial. Ja, heute zeige ich euch den Herobrine Mod. Und zwar, damit ihr ihn beschwören könnt oder beschwört. Cheatet ihr euch oder macht euch zwei Goldblöcke. Holt euch einen Netherstein, ein Herobrine Totem und noch ein Feuerzeug. Und natürlich die Ausrüstung. Ein Schwert wird reichen. So, der Totem wird so gebaut, zwei Blöcke nach oben, also zwei Goldblöcke nach oben. Der Herobrine Totem. Und der Netherstein. Das Ganze zünden wir mal gleich an. So. Jetzt ist Herobrine aktiv. Oh, da sehen wir eine Wüste. Also ich gebe euch mal einen Tipp. Wenn ihr den Herobrine Mod habt, sucht in der Wüste, weil in der Wüste kann man vieles gut erkennen und also bis jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, dass er da öfters baut. Also würde ich euch empfehlen, eine Wüste zu suchen und bald euch umzugucken. So, jetzt laufe ich mal mit einem Schwert. Und dann gucken wir mal, ob wir ihn finden können. Oder wenn er hinter mir spawnt. Wir müssen halt immer die ganze Zeit suchen. Es kommen halt so komische Geräusche. Und dann, wenn ihr zum Beispiel rennt, entweder spawnt er hinter euch oder zwei Typen spawnen vor euch. Und ja, naja, ich will jetzt nicht alles verraten. Deswegen machen wir jetzt mal hier, zeige ich das euch ein bisschen. Schwebender Sand. Wow. Wow. Cool. Boah, did you see Notch? Oh, okay. I didn't see Notch. I see Herobrine. Mach mir keine Angst. Man kriegt richtig Gänsehaut von dem, weil man seine weißen Augen sieht und so. Oh, da ist ein Schild von Herobrine und da steht Game Chap. Oder cheap wäre das doch eigentlich. Cheap wird teuer oder billig, ich habe jetzt keine Ahnung. Aber Chap habe ich noch nie gehört. Ist mir jetzt unbekannt, dieses Chap. Laufen wir ein bisschen. Achso, und Herobrine erscheint. Da, seht ihr Notch? Habt ihr Notch gesehen? Ha, scheiße, ich habe keinen Screenshot gemacht. Fuck. Aber auf jeden Fall, Leute, die Personen manchmal spawnen die nur, weil in der Nähe Häuser sind oder sowas. Also ihr müsst dann auch darauf Acht geben. Wenn ihr die Minimap haben wollt, ihr könnt euch bei mir ein Video angucken. Mein Kanal wird ja angezeigt. Ja, ich hoffe, ihr schaut da mal rein und guckt euch die Mod-Tutorials an. Ja, hier haben wir eine klassische Falle von Herobrine. Einmal reinlaufen. Oh, warte mal, ich brauch mal so eine Spitzhacke.
Einmal reinlaufen und dann werdet ihr hier reingeschoben. Ja. Gibt's den Command Back? Ne, gibt's nicht. Okay. Dann gehe ich da nochmal schnell hin. Ups. Hab da einen kleinen Fehler gemacht. Tut mir leid. So, hab kurz Kreativmode angemacht, um zu gucken, also um schneller dahin zu kommen. So. Um ganz ehrlich zu sein, oh. Hallo Hero Brian, na. Wie geht es dir? Macht's dir Spaß, andere Leute zu ärgern, ja? So, ich denk mal, ich bin hier. Nee. Ark. I come back. Okay. I'm waiting. Also, wir sind hier gestorben. Wie man sieht, hier sind zwei Pistons. Ich mache mal frei. Zwei Pistons, jetzt habe ich eins abgebaut. Zwei Pistons, die schieben ja einen weg. Oder rüber und dann, ja. Also diese Falle ist mir neu. Ich habe die noch nicht gesehen, also was steht hier? Get lost. Get lost heißt doch verloren gegangen oder so. Hier das gleiche nochmal. Geht hier drauf. Werdet hier reingeschoben. So, dann gucken wir uns nochmal ein bisschen um. Ja. Ich verstehe Herobrine nicht. Wieso baut er immer Sachen aus Glas? Also der baut immer Glas auf dem Boden, wie man hier sieht. Dann baut er seine Beschwörungssachen. Dann baut er seine Buchstaben. Jetzt hier ein E. Ein E, dann setzt er mal hier voll. Wow, wow, wow. Schlagen, weil sonst portet er mich weg. Wow! What the? Jetzt mache ich mal was, damit ich den Herobrine ein bisschen verarsche. Ihr denkt euch bestimmt, was will er mit einem Stück Seil? Ich zeig's euch gleich. Wer den Mod kennt, ja, der weiß Bescheid, was ich jetzt gleich machen werde. Ich hoffe, der spawnt gleich. Ja, hier ist ein O, wie man sieht. Hero, für Hero. Hero steht für das O, also dieses Herobrine. Ja. I will get you. Ja, dann kriegt mich erstmal. Dann nehmen wir mal weiter hier. So, hier ist ein kleines Loch. Ich lauf mal. La la li, la la la. Wir haben einen Wandertag. Die Sonne strahlt heute aber. Ein bisschen umschauen. Hoffen, dass Notch kommt. Oder halt Herobrine.
Je nachdem, was kommt. Nun, jetzt, also wie jetzt, Hero plant seinen, sozusagen seinen Angriff. Deswegen kommt er das nicht. Dann kommen die manchmal zu viert, zu fünft. Seht ihr es hier? Das ist Herobrine, also seine Armee. Nur die tun nichts. Seht ihr die Augen von der Kuh? Hier. Die macht Mu. Und jetzt läuft die auch noch gegen den Kaktus. Er ist ja komplett behindert. Ist Kopf gefallen. Naja, er gegen Kaktus. Jo, es wird dunkel. Es wird dunkel. Es wird immer furchtloser. Also, ja. Man kriegt immer mehr Angst. Und wir hoffen mal, dass Herobrine gleich kommt. Da ist das E von dem. Und drüber sprechen. Sag mal, bin ich im Kreis gelaufen oder was? Ich glaub's ja nicht. Machen wir das mal kaputt, damit er sich, damit er wütend wird. Oh! Was ist das denn jetzt? Lol. Sorry Leute, mein Minecraft ist gerade abgestürzt. Ich hoffe, es geht wieder. Na, jetzt aber. Run out of memory wahrscheinlich. Jo, tut mir leid für diese kleine Unterbrechung. Es geht natürlich weiter. Aber erstmal hier alles wegschaffen. Ja, ein Schwert. So, eine Axt. Ja, ganz schnell das hier. Run out of memory. Und da vorne ist ein Haus, denke ich mal. Oder ist es ein Turm? Das ist ein Haus. Mit viel Licht. Und da unten ist noch ein N. N, 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 N. Na, du Spinne? Ja. Jo, danke. So Leute, das ist die klassische Falle von dem. Ihr läuft, ihr seid neugierig, geht rein. Tada, was passiert? Bom. Herobrine ist schlau, aber nun ja, das Haus ist jetzt halt nicht so groß, dass man verarscht wird. Weil da nichts Gutes drin ist, da geht man natürlich sofort raus. Und natürlich, das TNT braucht etwas länger. Und deswegen geht man auch sofort raus. Hallo, ihr Skelette. Boom, boom, boom. Dürürürüm. Also Leute, wir sind am Suchen und Suchen. Und man hört schon lange nichts mehr von Herobrine. Deswegen, vielleicht sind wir zu weit entfernt, deswegen platziere ich noch einen Totem hier hin. Erstmal hier alles Unwichtige wegmachen. So. Ein Goldblock, ein Netherstein, ein Herobrine-Totem, ein Feuerzeug.
Also ich denke jetzt mal, wir sind zu weit entfernt. So, nochmal aktiv gemacht. Damit sind wir auch schon fertig. Da war ein Licht. Da. Ah ne, das ist ja, oh, ich Dummkopf. Ah, da ist ein NPC-Welt. Hallo Creeper. Willst du dich mit mir anfreunden? Nein? Okay. Dann suche ich mir einen anderen Freund. Hallo Spinne, willst du mein Freund sein? Nein? Okay. Vielleicht die Kuh mit ihren weißen Augen? Nein? Auch nicht? Schade. Hätte ja mal eine Chance gehabt, aber nee. Ich bin hier mal voll der Außenseiter, ja. Voll der Outsider. Ich werde hier voll runtergemacht von den NPCs. Und von dem Herobrine mit hier seinen billigen Fallen. Das geht aber gar nicht. Geht mal durch, zack, zurück und zack. Eieiei, Herobrine. Ich würde mich ja noch erschrecken, wenn du mal kommst, aber du kommst ja gar nicht. Hast du irgendwie Schiss vor meinem Ding? Da bist du doch. So, jetzt kommt er wahrscheinlich. Und es laggt. Okay, es geht wieder. Ich hoffe mal, dass er... Habt ihr gesehen, wie schnell er ein Haus bauen kann? Das ist ja wirklich unglaublich. Der hat eine Weed Farm. Bisschen Drogen. So, Leute, man merkt sofort, hier fließt irgendwas Rotes, Orangenes runter. Ich will mich ja nicht einsperren können. Aber das ist eine schlaue Falle. Ihr seid neugierig. Ich denke, da kommt eine Kiste raus oder sowas. Drückt drauf, zack. Boom. Ja, das ist aber scheiße gebaut. Das ist, also ich muss jetzt einmal ehrlich sagen, das ist ein bisschen dumm, dass der Stein da rausguckt oder so. Man müsste es irgendwie anders machen. Aber ansonsten kann er gute Fallen bauen. Muss schon mal sagen, ja. Da ist wieder was gebaut worden. Ne, mein Totem. Mann, ich falle immer drauf rein. Leute, da sind viele Creeper. Ich zeige euch jetzt diese String, was die machen kann. Tschüss, Enderman! Boah, die Spinne. Hahaha. Ich hab mal Herobrine damit reingezogen, ey. Der ist die ganze Zeit geflogen. Der ist nicht mehr weggegangen. So. Also die Kühe, die sind ein bisschen pipapo. Pipapo. Ah, ja. Herobrine, heute bist du nicht irgendwie aktiv. Machst eher Pause. Also das sieht man dir an. Also
Das war ja heute mal gar nichts. So, dann machen wir mal eine neue Welt, weil irgendwie ist hier was defekt. Ja, die nennen wir mal YouTube Tutorial. So. Landschaft wird generiert. Welt wird generiert. Saving Chunks. Welt wird simuliert. Das bauen wir schon in der Nähe von der Wüste, denke ich mal. So, direkt, was wir als erstes machen. Natürlich zwei Goldblöcke, einen Netherstein, ein Herobrine-Totem, natürlich ein Feuerzeug und ein Diamantschwert. Zwei hoch. Herobrine-Totem, Netherrack und zum Abschluss ein Feuer mit dem Feuerzeug und ein Blitz. Das Feuer. So, der Baum könnte ein bisschen Licht ertragen. Der hier auch. Der hier mal auch. Der hier auch. So. Und jetzt tun wir mal laufe. Laufe, meine lieben Leute. Und hoffen, dass wir jetzt Herobrine mehrmals sehen. Ich denke mal, auf dieser Mini-Wüste ist er nicht. T-Fly machen wir mal auf 10. Ein bisschen Spaß muss sein. Niu, niu, niu. Wow, übertreib. So, das ist alles mit Sand bedeckt. Ich will aber kein... Habe ich hier bei Brian? Haha. Ja, jetzt hast du Schiss bekommen oder was? Oh. Macht's dir Spaß im Wasser zu planschen? Was, Alter? Was? 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 Ich hab grad Angst bekommen. Lol. Boah, was denn? Herobrine, hast du so viel Angst vor mir? Ich hab ja eher mehr Angst vor dir als du vor mir. Oh, die. Nein, ich bin doch nicht verrückt. Boah. Ein O und noch ein O. Olaf. Angelo Merkel. Also, ich muss mal sagen, auf dieser Welt sieht man mehr Bauwerke als Herobrine. Aber bis jetzt kam er nur einmal hinter mir. Und es ist irgendwie voll der Fail. Ich finde es gerade voll der Fail und hoffe mal, dass der mal irgendwie kommt und dass seine scheiß Kuh-Armee mir mich nicht so beängstigt. Eine Kuh abfackeln, da muss man einfach nur ja sagen. Was, was, was? Willst du Stress oder was? Willst du Stress? Oh, jetzt hat er mich getötet. Mann. Wieso tut er das? Er hat mich verletzt. Er ist doch mein Bruder. Wieso macht er sowas? Das ist doch... Das ist unverschämt.
Was richtig cool ist, ihr müsst mal was ausprobieren, und zwar, ihr müsst, wenn ihr die gecrackte Version habt, müsst ihr euch mal Herobrine nennen. Da habt ihr obwohl ihr die gecrackte Version habt, da habt ihr den Charakter von Herobrine. Also ihr habt weiße Augen. Ich kann es euch gerne mal zeigen. Und zwar mache ich das jetzt mal. So, Saving Chunks. Also ich schließe jetzt Minecraft. Gehe ich auf meinen Ordner und dann nochmal und dann nochmal. So, jetzt will er das nicht öffnen. Doch. Hier. Hier markiert einen Namen oder macht es dann komplett weg. So, und dann nennt ihr euch Herobrine. Jetzt so gesagt, ja. Enter Game. Vollbild natürlich. Extra für euch. Einzelspieler, YouTube-Tutorial und Moment, voilà, guck mal. Also das wurde noch, also bis jetzt wurde es noch nie auf einem Video gezeigt. Also es war eine krasse Entdeckung für mich. Voll klasse. Lol. Alter, hallo. Geht's dir noch gut, Herobrine? Hast du noch alle Tassen im Schrank oder was? Sag mal, geht's noch? Ja, Leute, boah, das ist geil, oder? Einfach mal den Herobrine zu haben. Da sieht man's. Herobrine. Lalali, lalala, bisschen fliegen. Ein bisschen fliegen. Ich will doch nur kurz die Welt retten. Ja, Leute, ich beende für heute dieses kleine Tutorial über Herobrine. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonnieren, kommentieren und tschüss, bis zum nächsten Mal.